Hallo, ich bin Carsten und dies wird eine VA für den Indoor Ranger, der anlässlich seiner 1500 Abonnenten zu einem Giveaway aufgerufen hat. Und du hast uns gebeten, wir sollen dir unser Schweizer Taschenmesser zeigen. Ja. Hatte ich auch vor, beziehungsweise tue ich auch. Nur mir fiel dann irgendwann ein, Mensch, dein Schweizer Taschenmesser. Ja, das hat quasi mein Vater mittlerweile geerbt. Hochgeerbt oder wie auch immer. Also ich hatte eins, das lag dann relativ lange, aber auch immer bei meinen Eltern rum. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, ja, wenn es hier rumliegt, dann nehme ich es halt. So, somit ist dieses Video in mehrerer Hinsicht auf jeden Fall eine Premiere. Zum einen habe ich noch kein Unboxing gemacht, zum anderen habe ich noch keine Produktvorstellung gemacht und zum anderen schon gar keine Messervorstellung. Aber ich habe mir gedacht, für dich begebe ich mich jetzt einfach mal auf dein Territorium. Ich bin ja eigentlich eher nicht der Messertyp. Bin ja hauptsächlich durch deine Wandertouren auf deinen Kanal gestoßen. Und so, da ich ja kein Schweizer Messer mehr hatte, kein eigenes mehr hatte, beziehungsweise mein Vater jetzt am Mainz hat, habe ich mir dann jetzt kurzerhand ein Messer bestellt und ich habe das Messer jetzt schon seit Mittwoch, aber wie ihr seht, der Karton ist noch zu, ich war da noch nicht dran, somit werde ich das dann jetzt mal auspacken. So, da ist dann jetzt das gute Stück, wie gesagt, seit Mittwoch habe ich es jetzt und seitdem habe ich es tatsächlich noch nicht ausgepackt. Es hat an mir genagt, aber ich wollte es unbedingt jetzt für dich unboxen. Also, dann schauen wir es mal. Ja, Rechnung, die behalte ich mal für mich. Jede Menge Papier. So, da ich bin jetzt hier auf Tour in so einer Schutzhütte, muss ich aufpassen, dass mir hier nichts wegfliegt. Ja, und da kommt das gute Stück. Ich habe es mir dann auch noch gravieren lassen. Die Gravierung ist in dem Messershop, wo ich es her habe, gerade umsonst dabei. Und zwar habe ich es von meintaschenmesser.de und es handelt sich hier um das Victorinox Mechanic. Ja, was gibt es darüber zu wissen? Schauen wir mal. Zum einen hat es die kleine Klinge, dann hat es die große Klinge. Was mir wichtig war, ich wollte unbedingt ein Taschenmesser mit Zange haben. Dann, wie man immer so schön sagt, die üblichen Verdächtigen mit Kapselheber und Dosenöffner, Schraubendreher,
groß und klein. Und ich wollte definitiv keinen Korkenzieher haben. Ich wollte ein Modell mit Kreuzschlitzschrauben haben. Und was hat es noch? Wie immer Pinzette und der Zahnstocher. Also ich muss sagen, mir gefällt mein Messer, mein persönliches Messer, sehr, sehr gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dir hat die Vorstellung meines Messers gefallen. Und ich würde sagen, mach weiter so. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Tour von dir und deiner Frau. Ich freue mich, dass ich jetzt dank dir wieder ein Schweizer Messer habe. Ich wünsche euch für die Zukunft erstmal alles Gute und ich sage dann mal, wir sehen uns auf YouTube.